Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Starbound. Moin Moin. In der letzten Folge, gegen Ende der letzten Folge, haben wir ja noch mit unserem neuen Bauprojekt hier begonnen. Stichwort Erdkern-Oberflächen-Lavasee-in-Lava-Gebäude-Projekt. Ganz unkompliziert ausgedrückt, ja. Ja, du weißt ja, ich bin ein Mann der einfachen Worte. Nicht. kurz gesagt, kommen dazu. Wir wollen einen Lavasee bauen und dadurch einen Weg nach unten zur richtigen Lava und da dann ein Haus bauen. So mehr oder weniger, ja. Wir könnten mal jetzt mal sagen, eventuell. Also die Breite würde ich sagen, reicht, oder? Ja, will ja auch noch befüllt werden. Könnten wir vielleicht sagen, dass hier so die Mitte ist? So schachttechnisch. Ja, klar. Warte, dann machen wir so. Warte. Das ist jetzt hier nur als Maß. Bin ich gerade in dein Maß reingetreten? Ja. Tut mir aber leid. Nicht. Ich weiß. Geh mal weg da. Sonst wird's warm. Ja, wird ja sowieso ein heißes Projekt. Ich hab dich wenigstens vorgewarnt, okay? Ja, nee, schon klar. Das war jetzt nur so eine. Ein Wortspiel. Das wird ein heißes Projekt. So, dann packen wir hier ein paar Railstopper hin. So. Ich baue nach unten und du nach oben, oder wie? Jetzt mal eine ehrliche Frage. Nach oben. Ich muss mal einen Relog machen hier. Irgendwas stimmt hier bei mir gerade nicht. Ich komme, muss mal kurz einen Relog machen. Ja, mach mal. Aber du bist ja noch im Teamspeak, oder? Ja, nur hier im Spiel. Dann habe ich jetzt mal eine kurze Frage. Wir haben schon einen Weg bis zur Lava. Ja. Warum bauen wir noch einen? Weil der, den wir haben, nicht an der Stelle ist, an den wir ihn gerne hätten. Okay. Warum bauen wir dann nicht direkt eine Rail runter? Die wäre viel geiler. Ja, das könnten wir ja tun. Ich bin da voll dafür. Auch wenn wir sagten, irgendwann mal der Rail-Fail, weil wir ja die ganzen Beamer haben, aber ohne Witz. Railfahren macht Spaß. Ja, und wie? Ey, das ist richtig lustig. Vor allem, wenn man da dann so ein riesen... Nicht alles da aushöhlen, was machst du? Testen, ob es wieder funktioniert. Jetzt dachte ich mir, jetzt grabe ich da ein scheiß Loch und klatsche alles zu. Nee, das war... Und dann kommst du! Nee, das war schon jetzt so, geplant? Okay. Das war ein Test. Einfach ein Test. Ich bin beruhigt. So, dann... Oh, ich soll mich wahrscheinlich selbst auch nicht grillen. Wäre von Vorteil. Also genug Lava haben wir jetzt, ja. Und sonst haben wir unseren Mr. Lava. Den muss ich übrigens auch nochmal markieren. Ich hab ihn also. Da ist ja ein Loch. Ja, das passt ja super. Ich stell grad fest, ich komme hier gar nicht rein. Wieso? Weil jetzt hier der Schacht schon zugemacht war. Welchen Schacht hast du zugemacht? So, also, ja, nee, Moment. Ich würde ja mal sagen, ja, genau den. Das Loch habe ich gerade gemacht, damit ich reinkomme. Ja, ich würde aber sagen, dass wir den dann so nicht senkrecht machen, sondern diagonal. Ich würde sagen, wir
Wir müssen nur eine Abzweigung machen. Und zwar, wir hüpfen dann darunter und fahren dann so los. Ja, aber der Schacht an sich muss ja diagonal laufen. Ja, klar. Aber vorher muss ich ja die Abzweigung runtergehen. Also das dann nur hier nur so als Baustelle. Als Baustelle, sondern Haltestelle. Als Haltestelle. Genau, Haltestelle. Ich habe mich nur versprochen. Tut mir leid. Genau. Ja, ist schlimm. Schlimm. Aha. Genau. Dann würde ich sagen, so. Gehen wir dann so runter. Brauche ich hier jetzt noch so. Wir müssen noch gucken. Ich habe ein paar Rails noch auf Tasche, so reserveartig. Das sehr viel habe ich da nicht. Ich auch nicht, aber wir müssten das abmessen. Ich hab Uran gefunden. Wow. Crazy. That's really, really crazy. Und wir müssen uns noch überlegen, wie wir den Tunnel da beleuchten wollen. Ich pumpe hier gerade das Wasser ab. Da fallen jetzt riesige Wassertropfen von meinem Skin runter. Mach mal. Ups, warte mal. Guck mal. Ah, ja, kann man machen. Das ist zu eng. Ich weiß. Gut. Ich muss da nur... Was hältst du davon, wenn wir eine Lava-Beleuchtung machen? Es würde zur Thematik passen. Immer wieder so kleine Blöcke nur. Ja. Wäre das... Ich hab da schon runter. Ich sage erst so ab hier. Okay. So. Warte mal, wir müssen da so oder so die Höhe noch anpassen. Ich würde nicht den Boden, die Decke an den Boden anpassen, sondern den Boden an die Decke. Das ist, glaube ich. Da ist ja ein Loch. Simpler. Ich glaube, das ist ziemlich egal, was man in welches anpasst. Wenn es einmal angepasst ist, passt's. Ja, eben, aber wir müssen es erstmal so hinkriegen. So. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das... ich kann jetzt nicht eine Testfahrt machen, weil ich habe das Boot irgendwie eingestellt. Ich auch. Warte mal, nicht. Was machst du? Umstellen. Okay. Ja. So, dann muss ich jetzt da... Show me my tech. Ja, mach mal. Ich glaube, das ist das Bouncy, oder? Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Tut mir leid. Nee, Bouncy was anderes. Das ist so eine Art Schutzschild. Ist auf jeden Fall beim selben Platz wie... Ach, Sky Rail Rider. Noch ist eh schon so toll beschrieben. So. Dann haben wir hier schon mal eine Testbaustelle. Jetzt habe ich das wieder gemacht. Was denn? Oh, ich finde, das sieht richtig toll aus. Ich bin echt fasziniert von dem. So, ich bin auf dem Rückweg. Okay. Warte kurz. Ja, also hier kommt die Höhe gut hin. Und auf der schrägen auch. Das passt so. Kann man so machen. Warte mal. Nee, ich glaube nämlich noch nicht. Häng dich mal dran. Warte, ich habe den jetzt in die falsche Richtung gebaut. Der gehört hier hin. Und der gehört hier hin. Bisschen was habe ich davon auch noch im Inventar. Ich habe genau noch 10 von den normalen. Ja, den einzelnen Stopper habe ich noch. Wollte ich gar nicht. Den, Nein, was? Was macht es? Lass mich in Frieden.
So ein bisschen haben wir das Problem, dass wenn man dann hier landet, ne? Ja. Man läuft wieder hoch, dann hängt man wieder dran. Ja, das ein Stück kürzer muss das noch. Nee, das würde ich nicht, sondern niedriger. Häng dich mal dran, bitte. In die Rail. Nee, geh mal da zum Stopper bitte hin. Zum Lenken. Genau. Auf die Höhe wird es trotzdem noch funktionieren, glaube ich, oder? Das wäre arg knapp. Ja, aber wir wollen ja da jetzt nicht so übertrieben weit bauen. Würde ich so machen, auf der Höhe einfach. Und fertig. Ja? Ah! Da ist ein Loch. Ja, ach echt. Ohne Scheiß. Wow, gut zu wissen. Danke fürs Vorwarnen. Häng dich mal dran und guck, ob's so passt. Du kannst am Ende nicht weiter dann. Doch. Dran, ich hing nicht dran. Bin dran vorbeigesprungen. Warte mal. Ich hänge einen Stopper ans Ende. Wenn ich es Ende hinkriege. Micromanagement vom Feinsten. Oh nee, ich krieg's nicht hin. Wieso passt ihr nicht so toll zusammen? Wieso kann ich da keinen Stopper ans Ende hinbauen? Weil da... Das wurde ein bisschen kaputt gefixt. Ja, dann häng dich mal dran. Du kannst auch an der Schräge keine Zwischenbremsen oder Beschleuniger mehr an die anderen anknipsen. Da musst du erst wieder auf Grad umstellen. Was ein Scheiß. Ja, das okay, ja, dann häng dich mal dran. Ich will gucken, ob das von der Höhe passt. Nee, wir müssen noch weiter. Das ja, funktioniert. Doof. Probier es nochmal. Ja, passt immer noch. Dann können wir es um 1 noch niederer machen. So. So. Warte mal, warum geht ihr nicht ab? Ihr doofen Dinger. So. Genau so wollte ich es haben. Warte noch kurz. Ich muss hier vorher noch. Oh, ich komme eh nicht raus. Egal, Boots. Wieso ist denn hier so hell? Vielleicht ist das Healing Water da unten. Au. War das? So ein Energy-Ding. Hat funktioniert, wa? Nein, überhaupt nicht. Du für ein Wasser? Nee, es ist normales Wasser. Ich weiß es trotzdem mal ab. Es passt nicht so gut zu Lava. Würde ich mir jetzt mal mich wagen zu behaupten. Also hier dieses so große Becken? Ah. Dachte schon. Nee, nur ich wusste nicht mehr, weil ich gar nichts mehr sah, wie groß überhaupt das Becken da ist. So. Also, hier diese Flugfähigkeit. Ja. Ist so beim Bauen hier echt. Echt Gold wert. Crème de la crème. So. Dann sammeln wir das Ganze hier noch auf und würde sagen, dass wir hier dann mal. Ja, ich würde sagen, wir machen das wie früher, wie in den guten alten Tagen. Dass wir erstmal den Schacht in die Tiefe treiben. Oder du treibst ihn in die Schiefe und ich. Du wieder in die Gerade. Nee, ich kleiden aus. War ein Witz. Oh, da hattest du jetzt aber.
Gefällt dir das? Stimmt das jetzt so eigentlich noch, dass man. Ja! Nee, ich meine jetzt auch, dass so unregelmäßige Lavaflecken sind. Ich finde ja, nämlich find ich eigentlich, gut. Das macht's nämlich schon so ein bisschen schon fast aus. Wieso malst du die so doof an? Ich wollte wissen, ob man sie anmalen kann. Ich finde die ehrlich gesagt echt cool, schon alleine, weil sie eine richtig coole Farbe haben. Ja, das Blau wirkt irgendwie auch halt geil. Ja, aber das wird dann eher bei unserem Iglo oben passen. Ja, auch wieder wahr. Und jetzt, das Rot passt eben gerade perfekt, weil so viel Lava und... Ja, wie schon wisst. Es hat halt die gleiche Farbharmonie. Genau, deshalb meine ich auch, dass oben so beim Teich ganz gut Sand passen würde. Weil wir werden ja jetzt keine, wie heißen sie denn? Obsidianblöcke hinkloppen. So bescheuert sind wir dann doch noch nicht, Leute. Es tut mir leid. Ich muss euch enttäuschen. Das hatten wir schon mal. Und machen nicht nochmal. Ich finde hier gerade wunderschönes Titan, was wir brauchen. Ja, dann nimm mit alles, was du kriegen kannst. Weil war doch Titan, oder? Für die Rail. Ja. Ja. Ach, guck mal, da ist ein Labor. Stimmt. Fahren wir trotzdem vorbei. Dann bauen wir hier mal so ein bisschen wieder runter. Höre ich hier auf der Tiefe tatsächlich den Regen oben? Ja. Macht mich ein bisschen fertig. Ich will zu dem Labor. Dann geh hin. Und ich würde sagen, nächste Folge bauen wir dann an unserem neuen, kleinen, geschaffenen Meisterwerk. Wo ich sagen muss, es sieht schon jetzt schon richtig geil aus. Mach mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Das wird uns jetzt hier ein paar Folgen begleiten. Ja, ich bin schon gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir dann tatsächlich unten sind. Ja, das wird schon geil. Das wird schon ein bisschen also, episch. Ich freue mich. Yeah. Okay, Leute. Dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.